Eine Nacht, als der Mond hell am Himmel schien, fand sich das kleine Kätzchen vor einem ruhigen Haus. Mit dem Hunger, der an seinem winzigen Bauch nagte, ließ das Kätzchen einen lauten, erbärmlichen Schrei los. Der Klang hallte durch die Stille der Nacht und weckte die Bewohner im Haus auf. Erschrocken über den plötzlichen Lärm, eilten sie zu ihren Fenstern, um nachzusehen. Als sie nach draußen schauten, sahen sie das Straßenkätzchen mit verzweifelten und sehnsüchtigen Augen. Anstatt ihm zu Hilfe zu eilen, reagierten die Bewohner mit Ärger und Frustration. Sie schnappten sich, was sie finden konnten: einen Schuh, einen Besen, einen Eimer, und warfen sie auf das Kätzchen, in der Hoffnung, es zu vertreiben. Aber das kleine Kätzchen wollte nur geliebt und versorgt werden. Es huschte davon und entkam knapp dem Hagel von Gegenständen, die in seine Richtung geschleudert wurden. Erschöpft und verletzt fand es sich auf dem Bürgersteig wieder, ängstlich und ganz allein. Mit Tränen, die über sein winziges Gesicht liefen, kauerte das Kätzchen sich in eine Ecke. Es hatte alle Hoffnung verloren und glaubte, dass niemand es haben wollte. Seine Miauen wurden von seiner eigenen Verzweiflung zum Schweigen gebracht, als es die Last der Welt auf sich niedersinken fühlte. Doch gerade als alles verloren schien, ging ein Mädchen namens Esther vorbei. Ihr Herz schmolz bei dem Anblick des winzigen, zitternden Wesens. Als sie sich neben das Kätzchen kniete, hob sie es sanft in ihre Arme. Das Kätzchen, überrascht aber nach Zuneigung sehnend, schaute mit seinen großen, unschuldigen Augen zu Esther auf. Esthers Herz füllte sich mit Mitgefühl, als sie das einsame Kätzchen wiegte. Sie spürte eine tiefe Verbindung, eine Bindung, die zwischen ihnen entstand. Entschlossen, ihm die Liebe zu geben, die er verdiente, trug sie es nach Hause. Von diesem Tag an wurde das einsame Straßenkätzchen, jetzt Whiskers genannt, ein geschätztes Mitglied von Esthers Familie. Es fand Wärme, Nahrung und ein gemütliches Bett zum Schlafen. Whiskers musste nicht mehr die Härte der Straßen alleine bewältigen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.